Hallo und willkommen zurück im Dino-Abenteuer mit Gabriel und Lumi. Hallöchen da draußen. Es wurde noch ein bisschen dunkel, hm? Ja, wir haben uns hingelegt, wie man am Futter und Durst, glaube ich, auch gut erkennen kann. Und es ist immer noch sehr, sehr dunkel. Das heißt, wir werden jetzt hier ein bisschen die Nacht durchspielen und schauen, dass wir überleben. Und dann aber erst am Morgen wieder bei euch sein, damit ihr auch was sehen könnt. Sprich, es gibt einen kleinen Cut. Yep. Es ist wieder Tag. Ja, und ich kann euch sagen, oder wir können euch sagen, die Nacht ist verdammt dunkel. Ja, und beängstigend. Oh ja. Lumi hat zwischendurch ein paar Mal gekreischt. Gekreischt? Ich habe mich kurz erschreckt. Ich sage Gabriel doch gekreischt. Gabriel übertreibt. Balthasar, unser Kater, schlägt uns zu. Beziehungsweise mir. Aber wundert euch nicht, dass es jetzt schon so hell ist am Tag. Wir haben uns in der Nacht noch einmal hingelegt zum Schlafen, da wir davon ausgingen, dass die Nacht eben noch ein bisschen länger dauern wird. Siehe da, nein, hat sie nicht. Nicht so viel länger, nein. Also zweimal schlafen reicht wahrscheinlich, um eine Nacht von Sonnenaufgang bis von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang durchzukriegen. Ja, nicht ganz, denke ich mal. Also so ein Mühe wird wahrscheinlich noch dauern. So, und da hinten sind... Ah, da ist was zum Futtern. Ja. Erfolgreich getötet. So. Aber wir haben heute ja eine Mission. Nur eine? Ja, ein paar mehr. Der liebe Birk hat sich nämlich einmal gewünscht, dass wir mal vom Baum zu Baum versuchen zu leiten. Um zu testen, ob das funktioniert. Hatten wir eine coole Idee, weil, ja, das ist eigentlich ganz spannend. Dafür brauchen wir jetzt erstmal passende Bäume, weil die Bäume sind hier nicht so ganz... Das Erste, was mir dabei gerade einfällt, ist allerdings, dass wir ja auch nicht so richtig vom Baum wegspringen können. Das stelle ich mir noch schwierig vor. Nein, du sollst auf diesen Ast... Auf diesen platten Ast. Ich verstehe nicht auch mehr manchmal. Du bist zu tief. Weiter hoch. Jetzt was wird zu. Und jetzt. Ja, und jetzt? Sollte er eigentlich. Du musst dann seitwärts gehen. Also nicht nach oben unten, sondern rechts links. Ja, ich gehe rechts links, sonst würde er sich nicht drehen. Manchmal klipst er sich automatisch an und manchmal nicht. Okay, lassen wir das mit diesem Baum. Das wird hier offensichtlich nichts. Meine Frage, beziehungsweise mein Bedenken bei dem Gleiten von Baum zu Baum ist aktuell, Der hat auch einen schönen Ast hier. Der hier? Nee, weiter nach links und dann geradezu der Baum. Der hier? Ja. Ich ging jetzt nicht nur danach, ob die einen schönen Ast haben, sondern auch, ob ein anderer Baum in der Nähe ist. Ja, wir können ja ein bisschen gleiten. Also das Gleiten war ja gar nicht mal so schlecht bei dem. Ja, das stimmt. Und dementsprechend wirkt ein Schaugut zu und dann gucken wir mal, ob wir deinen Wunsch da erfüllen können. Da siehst du, da klappt es auch mit dem Ast. Ja, warum ist nur völlig unklar. So. Zu welchem Baum soll ich denn da gleiten? Meinst du nicht, dass wir direkt gegenüber rankommen? Zu diesem dünnen? Mhm. Ich weiß nicht. Ja, wir sollten uns da eigentlich auch festhalten können. Ja, ne? Okay. Also ich gehe aktuell davon aus, dass wir noch, bevor wir den Baum erreichen, am Boden sind. Möglich. Weil wir recht gerade gleiten, wenn wir von Bäumen runterspringen. Aber wir können es einfach mal testen und schauen dann einfach mal. Und ich würde auch das nicht aber einen Test lassen, sondern wir können ja mal gucken. Ja, das ist zu weit weg. Okay. Deswegen. Okay. Deshalb hatte ich jetzt eher mal die beiden getestet, denn es geht ja nicht darum, ob es Sinn macht, sondern darum, ob es an sich theoretisch überhaupt geht. Und die beiden stehen schön eng zusammen. Meinst du, wo du nicht mal runterfallen kannst, weil du zwischendurch in den anderen Baum fällst? Ja, aber dann sieht man, ob er in der Luft sich an den anderen auch festhalten kann. Das ist ja letztlich das ist durchaus die Krux, die getestet werden will. Ja. Obwohl, da können wir in den anderen Baum rein. Das geht ja auch mit dem Ast. Wenn er sich halt nur mal auf dem Ast auch... Ja, also, wie gesagt, da der Mechanismus, also ich merke mittlerweile, warum sie... Bin ich jetzt nach da unten gerutscht? Ja. Ich habe keinen Schimmer. Also ich weiß, warum sie bei dem Mechanismus noch so lange gebraucht haben, bevor sie ihn implementiert haben. Den wollten sie ja zum Anfang gleich reinsetzen und er funktioniert halt immer noch nicht so wirklich gut. Und ich kann jetzt mich auch nicht umschauen? Warum?
Okay. Ist halt so. Lebt damit. Ich wollte mich jetzt noch umschauen, ob das wirklich der beste Baum ist, aber ich glaube, das da ist der beste Baum. Dann springe ich da mal in die Richtung. Mhm. Ich habe ihn verfehlt. Gratulation. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Moment, dann springe ich mal lieber von dem dünnen. Okay, Kamera. Ja, das klappt noch nicht so ganz. Also das ist. Ich springe mal lieber vom dünnen auf den dicken. Das ist, glaube ich, besser, oder? Den treffe ich mit höherer Wahrscheinlichkeit. Sagst du das mit spannender Nähe? Ich habe auch höhere Wahrscheinlichkeit gesagt und nicht ja, auf jeden Fall. Und warum bin ich jetzt wieder auf dem Ast gelandet? Also wir haben nichts gedruckt, nur mal so nebenbei. Nee, ich bin den Baum hochgeklettert und plötzlich war ich auf dem Ast. Ja, na dann. Schauen wir mal. Und die dritte. Nein. Also ich bin auch hier wieder ein bisschen nach links abgesegelt und abgedriftet, aber er hätte sich festgeklippt, wenn es gehen würde. Flatter, 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 los, testen flatter einfach nochmal. Ja. Und siehe, weiter, ich spawne darüber. Einfach. Genau. So. Dann? Nee, er rutscht dann so seitlich dran vorbei. Also. Das geht nicht. Birk, du siehst, nein, ist nicht implementiert. Ob das noch kommt, keine Ahnung. Ich tippe mal fast, das wird ihnen zu kompliziert werden. Ja, und ich glaube auch, dass es vielleicht manche Spieler dann stört, wenn sie große, weite Gleitflüge unternehmen und dann klippt sich der Raptor ständig an irgendeinen Baum an, an dem sie eigentlich nur vorbeifliegen wollen. Also da ist die Hitbox eben schwierig, dass es dann vernünftig funktioniert. Aber wenn man direkt gerade auf den Baum zufliegt, finde ich, sollte man das schon machen. Mhm. Denn ansonsten fliegt man ja einfach nur gegen den Baum. Boah, dass man halt irgendwie eine Taste drücken kann, dass man sich dann festhält. Ja, stimmt. Ich hätte jetzt testen können, ob ich nochmal in der Luft nochmal springen kann oder so. Ja, das kannst du ja nochmal testen. Welche Bäume waren das? Da hinten irgendwo. Hier doch eigentlich. Genau, ich glaube die beiden da. Nein, die sind alle viel zu dünn gewesen. Nein, da hinten. Nein, links. Das andere links, genau das links. Ach hier. Die beiden. Ja, genau. Die Struktur von dem, von diesem Baum war noch nicht da, deswegen habe ich den nicht erkannt. Mhm. Hört ihr da auch ausreden? Ich auch. Ja. Ein, ach, das sieht so schön aus mit den... Auch noch die falsche Richtung. Es ist halt einfach in jeder Hinsicht nicht das, was ich möchte. Ich wollte nur sagen, dass es mit den Sonnenstrahlen schön aussieht hier so, wenn man schön unter der Erde ist. Ja. Da muss man also auch aufpassen, dass ich die richtige Seite erwische von dem Ast. So. Dann probiere ich das nochmal im Sprung nochmal zu springen. Hüpf. Nein. Man hat jetzt auch gerade schön gesehen, ich habe den Baum nicht verfehlt. Nein. Und auch mit mehrmaligem Springen klippt er sich da nicht an. Also, ich finde das Gleiten cool, aber ich gebe zu, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Ja. Das wäre, also, ihr habt es gesehen, wie viele Schwierigkeiten er noch überhaupt hat, sich anzuklippen richtig, etc. Mhm. Da hätte ich sonst einen Kniefall bei den Entwicklern gemacht und gesagt, ihr seid die Größten. Nicht, weil ihre Arbeit ein bisschen schlecht ist, das darf man bitte so nicht verstehen, aber weil sie dann durchaus schon Probleme gelöst hätten, die erst nachher eigentlich im Polishing anfällt, sprich, wenn man dann so ins Kleine geht und nicht noch ins Grobe. Hey, funktioniert überhaupt erstmal. Ja, es ist überhaupt erstmal drin. Ja, aber wo wir bei Pflanzen waren, da wird sich ja auch was ändern. Ja, es gibt aktuell, also es wird aktuell einfach an einer allgemeinen Optimierung der Pflanzen gearbeitet und es sollen dann auch demnächst neue Pflanzen eingefügt werden, also in einem zukünftigen Patch. Mhm. Und da bin ich gespannt. Ja, durchaus. Und sie sollen auch die Performance, wie man jetzt hier gerade sieht, dieses Ruckeln, das kommt nämlich tatsächlich hauptsächlich von den Pflanzen. Und das wollen sie damit halt auch wieder ein bisschen mehr besser in den Griff kriegen. Sie haben jetzt schon mal einen Patch rausgebracht, wo das ein wenig verbessert wurde. Yep. Und da es dann doch durchaus deutlich verbessert wurde, das traue ich ihnen tatsächlich zu, dass sie das schaffen. Bei dem besagten Patch wurde endlich das Problem gelöst, dass man in den Redwoods Spielabstürze hat, weil zu viel Untergrund geladen wird. Naja, vor allen Dingen konnte man tatsächlich dann auch mit einem nicht mehr ganz so top aktuellen, willst du dich vielleicht mal ausruhen? Mach ich schon. Achso, mit einem top aktuellen PC war es ja vorher schon überhaupt gar nicht spielbar. Also das war ja ein Witz.
selbst mit unterster Grafik ging es nicht voran, wirklich. Und das ist ja jetzt mittlerweile auch behoben, sodass man auch mit einem bisschen älteren Modell immer noch relativ gutes Spiel spielen kann. Ja. Das finde ich auch sehr schön. Ich finde, das ist auch wichtig, dass sie halt wirklich den Content, sag ich jetzt mal so, am Leben erhalten, dass sie auch tatsächlich ihre Hauptfehler selbst feststellen und sagen, ja, müssen wir dran arbeiten unbedingt. Ja, oh, Paris. Hm. Wenn wir gerade bei Hauptfehlern waren. Es sollen ja auch neue Pflanzen reinkommen, ne? Also so richtig ganz neue. Ja, wie bereits gesagt von mir, sollen auch ganz neue Pflanzen dazu kommen. Da bin ich eben gespannt, wie die aussehen. Mhm. Denn Abwechslung in der Fauna und Flora sehe ich sehr gern. Ja, apropos Änderung der Fauna und Flora. Ja, Fauna, wir suchen aktuell noch ein paar Trikes, also Triceratops. Ja, deshalb laufe ich gerade so vom Wasser weg. Weil da gab es ja auch ein bisschen was und es wurde sich halt auch gewünscht, dass wir uns die mal ein bisschen genauer angucken. Nachdem wir die Nacht durchgespielt haben für euch, damit ihr ein bisschen was seht, war natürlich die Triceratops-Herde vom letzten Mal nicht mehr da. Ja, die ist schon beim Schlafen verschwunden. Ja. Was ja üblich ist, wenn man sich hinlegt. Richtig, das ist halt so. Aber bei Nacht lässt sich das auch schwierig anschauen, der neue Skin für die Weibchen. Mhm. Wir hätten euch sagen können, ist dunkel. Den haben wir ja selber auch noch gar nicht gesehen. Nee, deswegen bin ich auch ein bisschen neugierig. Ich finde es aber auch ein bisschen spannend, dass, wo sonst hier immer Tausende von denen rumgebackt haben, kein einziger mehr auftaucht. Genau deshalb bin ich jetzt hier lang gerannt, weil ich dachte, naja, normalerweise gibt es hier ja immer Riesenherden und so. Aber nö, jetzt nicht. Geh mal auf King of the Hill noch ein bisschen höher. Vielleicht kriegst du die Rewart ja nochmal. Aber als du von Änderungen gesprochen hast, dachte ich ehrlich gesagt, du willst auf was anderes hinaus. Auf was denn? Denn die Triceratops-Änderung ist ja schon passiert. Die haben wir uns nur einfach noch nicht angeschaut. Schändlicherweise. Arsch auf unser Haupt. Aber sie arbeiten auch gerade wieder an einer Dino-Änderung. Und zwar vom Rex. Alle Jurassic Park-Fans werden sich jetzt riesig freuen. Die Federn kommen weg. Ich finde es ein bisschen schade. Aber laut neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen oder, naja, sagen wir es mal, eher Meinungen, das sind keine Entdeckungen, das sind eher Meinungen, hat der Rex eher ein dünnes Federkleid gehabt und dementsprechend, ja, man könnte es eher als Überwurf bezeichnen und dementsprechend haben sie es dann halt rausgelassen, weil das dann nicht mehr ganz ihrer Akkuratheit, entsprach. Ja. Also da sieht man mal wieder, die Entwickler nehmen das wirklich ernst. Also das ist kein Just for Fun, wir spielen mal sonst irgendwas, sondern tatsächlich möchten sie es wirklich so echt wie möglich haben. Ja, und deshalb arbeiten sie auch gerade daran, eben die Muskeln und Knochen auch möglichst akkurat darzustellen beim Rex. Und ich arbeite daran, nicht zu verhungern. Aber hier ist halt auch einfach gar nichts. Das ist eine total tote Steppe. Man sollte meinen, hier würde es wimmeln vor Eidechsen. Ja, würde ich auch durchaus Sinn ergeben, finde ich. Aber nein, ich bin anscheinend in der Wüste unterwegs. Ja, in der grünen Wüste. Aber es ist ja nicht mal mehr hier irgendein Triceratops in der Gegend. Wo sind die? Die wissen, dass wir sie uns angucken wollen. Die verstecken sich. Ja, wir haben ja auch noch nicht so häufig welche gesehen. Seit dem Patch. Aber die Spawn-Raten wurden ja auch überarbeitet. Ich dachte tatsächlich, es würde in die andere Richtung gehen, dass man jetzt noch mehr Dinos sehen würde. Ich habe das Gefühl, es sind eher weniger. So ein zumindest bisschen. Was Trikes angeht, wenn ich mir jetzt anschaue, wie oft ich bereits Archaeoraptoren gesehen habe. Die sind ein bisschen häufiger geworden. Aber man muss auch dazu sagen, als wir das letzte Mal jugendlich waren, gab es von denen auch noch einige. Erst als wir erwachsen wurden, gab es die nicht mehr so viel. Ups. Das lag nicht an uns. Nein, nein, nein. Das behaupten nur böse Zungen. Genau. Das ist der Salzsumpf da hinten, oder? Durchaus möglich. Ich lasse es mal offen dahingestellt. Unkommentiert. Sieht auf jeden Fall sehr hellblau aus. Sieht aber nach Fluss aus, oder? Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, von der Farbgebung, dass es eher salzig ist. Da ist eine Eidechse. Links.
dass du immer gleich nach rechts gehst, anstatt an... dass du immer noch da sagst, anstatt einfach direkt zu sagen, wo. Ja, ich habe links gesagt. Aber deine erste Reaktion ist nicht stehen bleiben, wie man es normalerweise tut, sondern erstmal nach rechts. Ich bin tatsächlich stehen geblieben. Das kannst du gerne beim Video nochmal nachverfolgen. Ja, ihr habt die Slow-Mo. Ihr könnt es noch euch anschauen. Bei YouTube kann man die Slow-Mo einstellen. Für alle, die jetzt denken, wir laden das in Slow-Mo hoch oder so. Nein. Die Arbeit dürft ihr euch selbst machen. Und in Wahrheit spielen wir viel, viel schneller, als ihr es seht. Nein, nein, nein. Ich was? Hallo, Archaeoraptor, ich habe dich schreien hören. Ich sehe nicht. Und dann kommt direkt die Kampfmusik, Stimmung und dann ist sie vorbei. Kannst du jetzt am Runtersegeln? Ja. Ui. So richtig weit. Ja, sehr cool. Aus dem Sprung heraus. Ja. Ich finde das sehr cool. Und ja, es ist ein ganz normaler Fluss. Finde ich gut, kann ich was trinken. Aber irgendwie möchte ich dann nicht unbedingt älter werden. Weil nee. Dann ist alles vorbei. Naja, man kann ja auch einfach sich nie wieder schlafen legen. Mhm. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich schon jetzt die Möglichkeit habe, zu schlafen. Mhm. Achtung, da kommen die Mobber. Ich renne einfach an ihnen vorbei. Ich lasse mich nicht mehr mobben. Und sie drohen gleich und kommen wirklich gleich an? Wirklich? Natürlich, natürlich. Alter. Ich bin offensichtlich eine Bedrohung. Währenddessen wurde ich hier von zwei Archaeoraptoren noch gejagt, wie man hinten im Hintergrund sieht. Oh. Also, es tut mir leid. Die Pachycephalus-KI ist für den Eimer. Es tut mir leid. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber nee, das regt mich wirklich auf. Finde ich wirklich, vor allem, daran können sie doch arbeiten, das ist doch jetzt, weil, nee. Ich bin dann einfach nur gespannt, was ist, wenn wir dann mal eines Tages den Pachy spielen können, ob sie uns dann immer noch angreifen. Weil letzten Endes sehen sie ja trotzdem noch, dass wir da Spieler sind. Es ist ja jetzt auch keine dumme KI. Mhm. Und wir greifen uns vielleicht trotzdem an. Nach dem Motto, ey, wir sind darauf programmiert, aggressiv zu sein und du bist keiner von uns. Genau. Wir mobben dich weg, weil wir es können. Ja. Aber... Und sie können es ja leider auch. Habe ich irgendwie das... Oh. Ja, habe ich irgendwie das Memo verpasst, dass Triceratops ausgestorben ist oder so? Ja, ich suche auch schon die ganze Zeit den Horizont ab, aber... Ist noch ein Archaeoraptor vor uns? Ja, ich wollte jetzt erstmal von... Du bist voll mit Trinken, warum willst du eigentlich trinken? Ich möchte mich ausruhen, damit ich laufen kann wieder. Und währenddessen habe ich einfach einen Schluck getrunken. Achso. Wird man hier direkt verteufelt, nur weil man ein bisschen realistisch beim Ausruhen einen Schluck Wasser zu sich nimmt. Ein Schlückchen genommen, ja? Ja. Säuft einfach so hier beim Arbeiten. Ich würde sagen, dann schaue ich hier nochmal über den Hügel, von dem wir ja eigentlich auch kommen. Ich kann ansonsten die Flussseite überqueren, Achtung, aber... auf der rechten Seite ist noch was. Direkt vor dir, du rennst drauf zu. Ja, das ist doch alles kein Thema, der Archaeoraptor da hinten. Ich weiß auch nicht, warum die Kamera schon wieder so rangezoomt ist. Keine Ahnung, aber du läufst blind vor dich her, wenn ich dich schon warne. Ja, es ist alles im grünen Bereich. Ganz entspannt. Mhm. Durch die Kampfmusik werde ich auch im Voraus gewarnt, wenn irgendwas in der Nähe ist. Das finde ich richtig gut. Ich bin mir auch sicher, beim Rex würde man auch gewarnt werden, aber den haben wir ja auch noch nicht gesehen. Ich würde gerne mal sehen, wie der Boden bebt, wenn man beim Rex ist. Ja, also irgendwie fehlen mir jetzt die großen Dinos ein bisschen. Ja. So. Ich weiß auch nicht. Jetzt mal ein bisschen hochgehen, wieder ein bisschen Richtung Wald, weil da waren ja sonst auch recht viele. Ja, aber da kommen wir ja her. Ja, trotzdem noch mal ein bisschen weiter links. Weil da links kommen wir ja komplett her. Das war jetzt schon wieder 180 Grad, anstatt einfach mal so ein bisschen schräg nach links hochzugehen. Man muss ja nicht gleich übertreiben. Links sind streng genommen 90 Grad. Und zwar einfach so. Das ist links. Ja, dann lauf doch mal nach und guck nicht nach rechts dabei. Laufst du nicht gegen Bäume, wie man sieht. Ich laufe nicht gegen Bäume. Ich bin doch ganz normal an ihnen vorbeigelaufen. Aber das ist doch für dich diese 180 jetzt bisschen, Grad jetzt bisschen, sozusagen. Jetzt ein bisschen weiter nach rechts. Also Mäßigung kennt die Frau nicht, glaubt mir. Nein, nur wenn du sagst, laufe nach links, laufe ich komplett nach links. Dann tust du eben nicht. Du übersteuerst. Aha. Ich fühle mich zurückgesetzt in einem Video, weiß ich nicht, 4, 5 oder so. Once upon a time. Da hatten wir diese Diskussion bereits. Dass, und hier ist bestimmt nichts Lebendiges am Ozean. Da haben wir noch nie Trikes gesehen. Doch, natürlich haben wir da Trikes gesehen. Direkt am Ozean, so nah dran?
Da haben hier, die da, wo ich jetzt bin, ja, aber genau, nicht richtig. Noch weiter beim Ozean. Doch auch, da haben sie sich in so eine Baumgruppe reingebackt gehabt. Da sind sie, da. Nee, das ist ein Ornithomimus. Das sind Ornis. Kann das sein, dass sie die Triceratops durch die Ornis ersetzt haben? Nein, wir haben ja auch schon Triceratops gesehen. Na, in der Ferne. Das sind auch nochmal Ornis. Mhm. Ich will aber Trikes. Mhm. Gebt mir Trikes. Also ich weiß halt auch nicht, wo man jetzt Trikes findet. Hm. Ja, ich weiß auch nicht, wo die Rexe sind. Also das sind aktuell noch die beiden Dinos, die mir seit dem Patch nicht sehr stark aufgefallen sind. Einmal haben wir den Rex gesehen, der war dann aber zu gefährlich und dann war er weg. Mhm. Aber ansonsten? Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr zur Glaswand, wo die Dinos gerne rumbacken und ja, festhängen und so. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Und es geht ja nur darum, dass wir sie ansehen. Ja. Wir wollen sie euch auf jeden Fall mal zeigen, also... Ja, und ich will sie auch selber sehen. Ja, natürlich, also, klar. So, ich bin da egoistisch unterwegs. Ja, natürlich, aber es wurde sich halt auch gewünscht und ich würde gerne Wünsche auch erfüllen, wenn ich sie erfüllen kann. Ja, sagen wir so, aktuell können wir das anscheinend nicht. Also da dann nochmal ein großes tut mir leid. Ja. Tut uns leid. Tut uns leid, von mir ist auch das. Gabriel denkt nur an sich. Ja. Ich wollte springen, er ist nicht gesprungen. Ich habe auch nicht die Leertaste drücken sehen. Du hast doch gar nicht dahin geschaut. Okay. Gabriel hat heute wieder was an meinem Spielstil auszusetzen. Ich hätte nichts an deinem Spielstil auszusetzen, würdest du richtig spielen. Leute, es ist nur Spaß, ja? Nicht ernst nehmen. Ich nehm's ernst. Wie interessiert das denn? Mhm. Nein, ich nehm's auch nicht ernst, keine Sorge. Aber ein bisschen sticheln muss sein. Ich wüsste ja gar nicht, was ich nach der Aufnahme erleiden muss. Der große Schauspieler. Was? Ich schauspiele nie. So. Hier sind ja auch öfters Trikes unterwegs. Ja, dann, aber warum ruckelt das denn hier jetzt so schlimm? Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ruckelt es schlimmer als vorher, finde ich. Also... Ja, daran wurde jetzt ja auch noch nichts gearbeitet. Naja, der Hotfix hat aber, glaube ich, performance-technisch nichts Gutes gebracht. Weil es ist ja zwischendurch auch ein Hotfix rausgekommen. Ja. Aber der ist ja auch schon... Ja, das war Sonntag, ne? Ja. Als unser Video rausgekommen ist, kurz danach kam dann der Hotfix. Wie es so mal wie wieder so immer üblich ist. Ja. Aber das nennt man ein Berufsrisiko. War aber auch jetzt kein großer Patch, war jetzt nichts Weltbewegendes. Es sind einfach wirklich ein paar Bugs gefixt worden. Ja, auch keine Bugs, die uns jetzt so sehr aufgefallen sind. Ja, so keiner, der mir jetzt... Also die Bugs, die sie aufgezählt hatten, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ah, okay, die gab's, okay. Aber irgendwie ist das ausgestorben hier. Ja, ich will jetzt über den Hügel hier noch ein bisschen. Irgendwie kann ich auch nicht mehr ganz so schön lange laufen wie damals, als ich noch klein war. Hm. Sieht direkt bemängeln. Und die Sonne geht schon wieder unter? Wir hätten wirklich nicht zweimal schlafen sollen in der Nacht. Mhm. Verdammt. Also es sieht doch so aus, als würde sie untergehen, oder? Das dauert aber noch ein bisschen. Aber ja, sie geht unter. Ach, es ist wirklich nichts mehr los. Also selbst sonst hier hattest du ja sonst irgendwie zumindest Pachis oder halt den einen oder anderen Trike, aber hier ist nichts. Ja, oder einen Paleosaniva oder so. Huch, hallo, Pachis. Ja, okay, Pachis sind da. Kaum hast du dich beschwert. Check. Sonst habe ich Freunde. Prügelmabber sind da. Check. Ups. Oder man geht einfach ganz normal den Weg runter. Ja, ich gehe ganz normal langweilig. Den Weg runter. Oh, ich habe darauf spekuliert, dass ich dann nicht dieses Problem mit der Kamera habe. Und schwupps, hatte ich es. Mhm. Nein, nein, King of the Hill kriegt man nicht, wenn man hier rumläuft. Nein, nein. Nein, das wäre ja auch zu hoch. Vor allem hier kommt man wirklich ganz normal hin. Ich bin hier jetzt nicht einmal komisch gelaufen. Ja, aber das ist dann King of the Mountain und nicht King of the Hill. So. Oh ja, die Errungenschaft möchte ich haben. King of the Mountain, wo man dann wirklich den höchsten Punkt erreichen muss. Ach, hier ist nix. Na, dann niente. Was soll denn das? Hier ist jetzt auch nicht viel Fläche, wo sie rumrennen können. Das hat ja vorher niemanden interessiert. Nee, und bei dem Ort, wo es viel Fläche war, waren sie ja auch nicht. Nee. Wir hätten eine Taschenlampe gebraucht in der Nacht. Dann hätten wir uns die Trikes direkt anschauen können. Taschenlampe zwischen die Zähne und dann... Los geht das. Dann hätten wir auch in der Nacht noch ein bisschen spielen können. Ich muss sagen, ich finde, nach dem Hotfix ist die Performance nicht so gut. Ich
Ich halte mich einfach nur in den falschen Orten auf. Das ist bestimmt alles. Mhm. Dabei will ich nur ein bisschen Aussicht haben, damit ich das Gefühl habe, ich könnte die Trikes schneller sichten. Ich kann sie dadurch trotzdem nicht schneller sichten, aber... Ja, weil der Sichtradius fehlt und weil sie eh erst nachploppen. Eben, deswegen sage ich ja. Aber ich möchte das Gefühl haben. Ich springe mal runter. Gleiten! Hui! Oh! Da hast du vergessen zu gleiten. Das letzte Mal lief das auch ohne, dass ich was tun musste. Ich bin irritiert. Du hast, glaube ich, zweimal die Leiter, nicht? Ah, okay. So. Jetzt so schön im Sonnenuntergang, eine Trike-Herde am Horizont. Wie wär's? Oder was zu essen? Nein. Ein Vogel, den kriege ich doch nicht mehr. Ein Krokodil, das kriegst du auf jeden Fall. Soll ich mal probieren? Das bringt dich um. Ich möchte mal testen. Okay, dann teste. Wir können jetzt ja auch draufspringen und so. Wir sind ja auch kein kleines Baby mehr. Wir sind ja schon ein bisschen größer. Wer wettet darauf, dass Lumen stirbt? Alle natürlich, ist schon klar. Oh, das ist aber flink zu Fuß. Verfolgungsjagd in Slow-Mo. Trotz Feder, trotz Flattern, bin ich direkt runtergeflogen. Das ist nicht okay. Ja, ich habe abgeworfen. Ja. Oh, na gut. Mhm. Da bin ich schön in sein Maul rein. Er hat einfach nur gemacht und dann... So wie das manche Vögel ja bei mir machen. Ja. So fühlt sich das also an. Das ist kein schönes Gefühl. No. So. Da war das Pulli. Irgendwo. Da. Da. Also ich wüsste halt aber auch nicht. Sonst einfach mal am Fluss weiterbleiben. Und sie haben ja zwar gesagt, dass sie die Geräusche vom Fluss reduziert hätten, aber so wirklich doll haben sie das nicht getan, oder? Nee, es ist immer noch ganz schön laut am Fluss. Es plätschert fröhlich vor sich hin, das Wasser. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich schon ein Ort, wo man nicht hingehen sollte zu Fuß, weil man hier runterrutscht, wenn man hochläuft. Dann sollen sie den Ort nicht machen, wenn man da nicht hingehen darf. Aber man rutscht deutlich besser runter als vorher. Haben sie da was geändert? Normalerweise konnte ich hier immer hochlaufen. Na, vielleicht hilft Springen? Springen hilft bei diesen Glitschen nie. Ich wollte doch nur hier auf den Hügel, damit ich den Hügel auch wieder im Blick habe. Aber ich glaube, auf dem Hügel ist auch kein Dino mehr, oder? Nee, sieht nicht so aus. Und irgendwie überwachst du deine linke Monitorhälfte auch nicht. Ich bewache die linke Monitorhälfte nicht? Hallo? Na, weil da immer ganz viel passiert und du so wie nicht mitkriegst. Nervig. Wofür habe ich denn hier noch zwei Augen, die mit drauf schauen? Weiß ich nicht. Da oben kam wieder was auf der linken Seite. Weiter. Da ist ein Rex. Dann will ich wenigstens die Kamerabewegungen mal haben. Siehst du? Das meine ich nämlich. Dir ist klar, dass ich auf ganz viele andere Dinge gleichzeitig noch achten muss, wie hier einen Varan zum Beispiel. Der läuft ja witzig. Die kleine Ente. Dup, 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 dup. Das glaube ich auch witzig. Ich dachte, das wäre jetzt... Nein, das ist, weil ich hier so, schräg runtergehe. Wie nah muss er denn sein, dass du es merkst? Weiß ich nicht. Das Gefühl werden sie auch nie herausfinden, weil er gleich wieder im Wasser ist. Ja, aber warum rennst du nicht hinterher? Weil ich gerade keine Ausdauer hatte. Ach so. Oh, da hat er zumindest was zu futtern für uns übrig gelassen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Nicht ins Wasser gehen. Da. Ich habe so gehofft, dass er zurückkommt. Ach, dunkel, ins Krokodil. Ja, ich bin so gesehen. Und es wird schon wieder dunkel. Ich glaube es nicht. Ach Manu, ich wollte das Essen haben.
Ja, das Krokodil auch. Das ist nicht okay, Kroki. Ich kann mich so nicht hinlegen in der Nacht. Nee, das würden wir nicht überleben. Verdammt. Ja, warst du zu langsam. Jetzt komme ich hier natürlich wieder nicht mehr hoch. Und das ist ja alles super ärgerlich gelaufen. Ja, der Anfang war so und der Schluss war eher so setzen 6. Ach, Menno. Es wird auch noch dunkel. Ich verstehe auch nicht, warum es jetzt schon wieder dunkel wird. Keine Ahnung, beim letzten Mal waren das keine 3, 4, 5 Stunden gefühlt. Jetzt kommt der Rex auch schon wieder zurück und greift mich an. Ja, dann bleib einfach mal stehen, damit du es mitbekommst. Wenn du jetzt mal wegrennst so weit, dann kriegst du es auch nicht mit. Das wollten wir ja wenigstens mal testen. Darf es fressen. Ich wollte ja halt nicht sterben, tatsächlich. Ja, meine Güte, wie oft stirbst du denn schon? Ja gut, das letzte Mal speichern war jetzt auch nicht so lange her. Da kann ich es auch drauf ankommen lassen. Du könntest es ja auch vorher einfach speichern, aber das ist jetzt, glaube ich... Nee, jetzt will ich ehrlich gesagt nicht speichern. Dafür bin ich halt schon zu ausgehungert, um jetzt hier noch länger rumzuwarten und so. Okay. Deswegen. Ich weiß ja nicht, wo es hier das nächste Mal... Der kommt doch einfach nicht raus. Der hat jetzt hier seine Badestunde. Seinen Swimmingpool. Ist noch was zu fressen übrig? Ist das Krokodil noch da? Laut Geruch? Ja, ist es davon. Ja, ist es. Kannst du es vielleicht hinter dir herlocken und dann wegrennen und dann... Das backt da tatsächlich so ein bisschen drin. Ja. Ich kann hier halt echt nicht gut laufen und langsam sieht man wirklich nicht mehr viel. Oh Gott. Der Orni hat mich ein bisschen erschreckt. Kämpft er sich jetzt? Kämpft er sich mit dem Krokodil? Keine Ahnung. Aber jetzt ist es auch egal, weil es jetzt dunkel wird. Ist ja auch noch auf mich draufgelaufen, aber hat mich nicht verletzt. Okay. Nee. Aber jetzt ist es egal, weil es jetzt dunkel wird, jetzt sieht man eh nichts mehr. Ja, ich höre nur ganz viele Schreie und Drumgestöhne. Ich verlasse jetzt mal hier diesen Ort und gehe mal dahin, wo ich ein bisschen besser laufen kann. Gut, also sagst du, das Ende des Videos, war wohl nichts. Naja, das ist, wenn man halt gezielt nach Dingen sucht. Das klappt nie. Wetten, im nächsten Part wache ich auf, es ist helllichter Tag und direkt vor mir steht eine Trike-Herde. Die Wette halte ich. Das wäre auf jeden Fall schön. Wahrscheinlich werden wir eine Weile suchen. Aber ich verstehe nicht, warum die Zeit jetzt so schnell vergeht. Wir haben anscheinend wirklich richtig tief und lange in den Tag hineingeschlafen. Was ich nicht verstehen kann. Das war stockdunkle Nacht, als wir uns hingelegt haben. Ja. Da war kein Sonnenaufgang oder irgendwas in der Nähe. Scheinbar schon. Oh Mist, das habe ich nicht gesehen. Oh Gott, ist das groß. Ja, an Land und dann hüpfen und nicht im Wasser bleiben, wo es sich am meisten kriegt. Alles muss man sagen. Das war aber gigantisch. Nein, es war ein Krokodil normales. Das war nicht dieses kleine Krokodil, sondern normales Krokodil. Ich komme ja nicht raus. Gut, okay. Tja. Muss ich nicht verstehen, warum ich da so Schwierigkeiten hatte. Ich glaube, du bist einfach nicht richtig drauf zu. Du bist das einfach nur so seitlich dran und dann klappt das halt nicht. Das ist... Aber jetzt sieht man ja schon wieder eh nicht mehr viel. Deshalb werde ich mich hier jetzt auf einen dunklen Flecken legen, bei dem ich hoffe, dass ein paar Pflanzen um mich rum sind. Und sterben. Der Deko halber. Und sterben, weil ich habe hier auch keine Eidechse oder so. Nee. Und ich schätze mal, wir werden im nächsten Part dort wieder anfangen, wo das Krokodil auf uns wartete. Ja, und leider werden wir dann ein Alter älter sein. Warum? Wenn wir jetzt schlafen? Ich leg mich doch jetzt nicht schlafen. Wir sterben jetzt so oder so. Okay. Und dann wird man nicht automatisch älter? Nein, wir spawnen dann dort, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Und das war, bevor ich das Krokodil angegriffen habe. Falls du dich erinnerst. Aber ich habe hier schon wieder knurrende Geräusche und so gehabt. Ich muss ein bisschen weiter. Wir sterben so oder so. Warum rennst du dann weg? Weil ich mich noch verabschieden möchte. Da versucht man mal ein paar Manieren zu zeigen. Ja. Naja gut, das war vielleicht nicht ganz so erfolgreich, aber dafür ist es ein ganz klein bisschen länger geworden, der Part eigentlich nicht. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber wir haben unsere erste Nacht überlebt.
und dürfen jetzt direkt in unserer zweiten sterben. Juchhey! Ja, wir arbeiten noch dran. Wie gesagt, wir versuchen natürlich weiterhin für euch Tracks aufzutreiben. Ja, und das mit den Rexen möchte ich auch wirklich testen. Hilft, wenn man nicht wegrennt? Er war im Wasser. Vorher nicht. Aber das ist ein Thema für nächstes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch der Part gefallen hat. Wenn euch der Part nicht gefallen hat, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr besser gemacht hättet oder was ihr gerne sehen würdet wollen. Birk hat es auch gemacht und wie ihr seht, haben wir zumindest das getan, was wir konnten. Ja, wir setzen das um, was ihr uns vorschlagt. Genau. Folgt uns auf Facebook, Twitter oder Instagram oder lasst einfach ein Follow hier da. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.